Grüß Gott, liebe Freunde von Atenino. Mein Name ist Dietermann Schurer. Ich bin der Eigentümer und Manager der Atenino GmbH. Heute will ich Ihnen ein bisschen über traditionelle tibetische Teppiche erzählen. Wie Sie es jetzt gerade in der Form von 4 Stücken gesehen haben. Das Ganze fing im Jahr 1959 an, als Tibet von den kommunistischen Truppen Chinas besetzt wurde und Zehntausende von Tibetern über die hohen Berge des Himalayas Richtung Süden fliehen mussten. Einer von ihnen war der Dalai Lama, wie Sie sehr wahrscheinlich wissen. Diese Flüchtlinge konnten nichts mit sich nehmen, aber sie hatten in ihren Köpfen das Wertvollste, nämlich die Kenntnis über ihre alte Kunst und ihr altes Kunsthandwerk und die einmalige tibetische Kultur. Die meisten der Flüchtlinge fanden eine neue Heimat in Nepal, andere in Indien oder in Bhutan, selbst die Schweiz hat ungefähr bis ca. 1980 1500 Tibeter aufgenommen. Die Tibeter sind außerordentlich fleißige und tüchtige Leute. Und viele von ihnen fingen an, in ihren neuen Heimatländern einen Lebensunterhalt mit Teppichknöpfen aufzubauen. Und in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war die Teppichindustrie, Industrie bitte in Anführungszeichen, weil das Wort passt eigentlich nicht so sehr. Auf jeden Fall war das Knüpfen von Teppichen der wichtigste Wirtschaftszweig in Nepal, der kleinen Nation im Himalaya. Auch in den 90er Jahren wuchs das Volumen des Teppichexports aus Nepal weiterhin an. Jedoch, es war etwas passiert, es war ein völlig neues Produkt entstanden. Das, was hier in so großen Mengen gefertigt worden ist und heute noch gefertigt wird, war eigentlich nicht mehr der traditionelle Tibet-Teppich. Die Tibeter und Nepalesen verstanden es großartig, sich dem Geschmack der importierenden Länder anzupassen. Die meisten der Teppiche gingen nach Europa und Deutschland war weltweit das größte Importland für Tibet-Teppiche. Europäer und Deutsche haben einen etwas anderen Geschmack. Die wollten erstens große Teppiche und dann möglichst wenig Muster, ruhig, nicht so mit so aufregendem Design, nicht so farbig. Und so kam es, dass heute die Teppichmuster im Prinzip von westlichen Designern vorgegeben werden und mit dem alten traditionellen Tibet-Teppich nichts mehr zu tun haben. Um solche Teppiche zu machen, bedarf es auch nicht einer Lehre und einer jahrelangen Erfahrung, sondern das kann auch von ungeschickten Nepalesen gemacht werden. Ich finde diese Art von Teppich ziemlich langweilig und uninteressant und es ist nicht das, was wir ihnen anbieten. Der traditionelle Tibet-Teppich ist aber noch nicht ganz ausgestorben und wir sind in der glücklichen Lage, ihnen traditionelle Muster, das sind alles alte Muster, anzubieten, die in einer Teppichmanufaktur in Nepal hergestellt werden, dessen Inhaber ein persönlicher Freund von mir ist, ein Nepalese, den ich seit über 30 Jahren kenne. Die nächste Gelegenheit, einen dieser fantastischen tibetischen Teppiche in traditionellem Design und traditionellen Farben bei Atenino zu erwerben, ist am 22. bis 25. Februar ist unsere nächste Auktion traditioneller Tibet-Teppiche. Es
würde mich freuen, Sie dann zu sehen unter den Bietern. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende. Danke.